Herzlich willkommen und schönen Abend. Willkommen in der Digital Society. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, den Herrn Todt, der derzeit Präsident des Bundesrates ist. Und ich weiß es nicht, ob es schon alle wissen, aber der Bundesrat beschäftigt sich schon seit 2 Jahren mit dem Schwerpunkt der Digitalisierung und der digitalen Transformation. Und unter der Präsidentschaft vom Herrn Präsidenten Todt ist ein besonderes Thema sozusagen herausgepickt worden, nämlich die digitale Zukunft sozial gerecht zu gestalten. Und das ist jetzt das Schwerpunktthema dieser Präsidentschaft. Und wir haben auch heute zu Gast die Frau Bettina Fernsebner von der Firma Kova & Partner, die auch schon, glaube ich, seit Anfang an, seit 2 Jahren, diese Digitalisierungsinitiative des Bundesrates begleitet und auch diesen Schwerpunkt mitbegleitet. Mein Name ist Werner Ilsinger, ich bin Präsident der Digital Society. Fragestellung für die, die uns noch nicht kennen: Was ist die Digital Society? Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir wurden 2015 gegründet und wir beschäftigen uns auch natürlich mit dem Schwerpunkt der digitalen Transformation und wollen es schaffen, dass wir die Chancen der digitalen Transformation nutzen, und zwar im Grunde genommen, dass alle Mitglieder der Gesellschaft davon profitieren, was natürlich ein schwieriges Unterfangen ist. Aber ich glaube, es ist sehr ähnlich mit dem Schwerpunkt, den der Bundesrat gerade setzt, nämlich wie können wir das, was ohnehin passiert, so für uns nutzbar machen, dass alle was davon haben. Das ist im Grunde genommen der Schwerpunkt, den wir haben. Wie tun wir das? Wir informieren im Grunde genommen. Eine unserer Veranstaltungsformate, das wir haben, ist der Digitalk. Der Digitalk ist nicht von uns erfunden worden, sondern den gibt es schon sehr, sehr lange. Die Meral Akin-Hecke, die die ehemalige digitale Botschafterin war, hat diese Serie ins Leben gerufen. Und nachdem sie sich davon ein wenig zurückgezogen hat und andere Dinge gemacht hat, haben wir sozusagen die Digitalks wieder zum Leben erweckt und veranstalten einmal im Monat. Und dieser Digitalk ist ein Sonderfall, weil wir haben einen eingeschoben aufgrund des Themas. Einmal im Monat eine Veranstaltung, die sich mit dem Schwerpunkt eben der digitalen Transformation beschäftigt. Wir setzen uns kritisch auseinander mit gesellschaftlichen Auswirkungen der digitalen Transformation. Wir schauen uns an, welchen Nutzen gibt es, und wir schauen uns an, was könnte da schiefgehen, und versuchen uns zu überlegen, was man dagegen tun kann, gegen die Dinge, die schiefgehen können, und wie man halt die Dinge, die positiv sind, auch in die Gesellschaft bringt. Wir vernetzen die Mitglieder. Es gibt da drüben einen Eiskasten, es gibt nachher ein Gläschen Wein oder andere Getränke. Und die Idee ist natürlich auch, dass Sie untereinander sich kennenlernen, ein bisschen plaudern und einfach die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, untereinander zu vernetzen. Wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, wo das Sinn macht und wo es Überschneidungen gibt, damit wir einfach mehr erreichen können. Und wir sehen uns auch als Interessensvertretung unserer Mitglieder gegenüber Herstellern, Politik natürlich, und wir versuchen natürlich, das eine oder andere zu bewegen. Fürs heurige Jahr haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, das Thema ist doch sehr breit. Wie können wir diesen Elefanten in Scheiben schneiden? Und die erste Scheibe, die wir sozusagen heruntergeschnitten haben, war, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mit dem Themenschwerpunkt des Citizen 4.0 beschäftigen. Wahrscheinlich kennen Sie alle diese 4.0-Begriffe. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, und Citizen 4.0 war noch nicht so wirklich belegt. Industrie 4.0 kennt man, diese Themen sind belegt, aber Citizen 4.0 war noch nicht belegt, und wir haben gesagt, wir wollen in Wirklichkeit schauen, dass wir die Leute dazu bringen, einfach mitzumachen, statt zuzuschauen. Und auch das, glaube ich, deckt sich sehr, sehr gut mit dem, was wir gleich nachher über den Bundesrat hören werden. Die Frage ist, wie man sozusagen die Leute, wie heißt es so schön, aus dem digitalen Biedermeier herausbekommt und dazu bringt, sich selbst einzubringen. Und wo das herkommt, ich habe
einige Dinge hier auf der Tafel. Also es gibt momentan natürlich in der Gesellschaft sehr, sehr viele Herausforderungen, die sie momentan stellen. Und manche davon, ich glaube, die meisten davon sind durchaus auch mit dieser digitalen Veränderung verlinkt. Hass im Netz, die Unsicherheit, was die Digitalisierung und die digitale Transformation für Neuigkeiten bringt, die Angst davor, dass man den Job verliert vielleicht durch diese Veränderungen, Vertrauensverlust, man weiß nicht mehr so recht, wenn man glauben kann. Ich habe da drinnen, ist eine Statistik angezeigt, dass 53% der Bevölkerung glaubt, dass das System, so wie es ist, nicht mehr funktioniert. Und der Regierung vertraut 41% nur mehr und Firmenchefs glaubt man überhaupt nur mehr 37%, dass die sozusagen haben die Wahrheit erzählen. Damit ist natürlich auch diese ganze Thematik mit, wie heißt es so schön, Fake News verknüpft, das ja inflationär auch gebraucht wird, weil die Fragestellung ist, wann ist was Fake News? Der Begriff wird, glaube ich, auch überstrapaziert. Also da gibt es sehr, sehr viele Veränderungen, die passieren. Und ich habe da den Winston Churchill mitgenommen, der sagt, ja, die Demokratie ist ja die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von all den anderen Formen, die man im Laufe der Zeit so ausprobiert hat. Also bis jetzt ist uns noch nichts Gescheites eingefallen. Das heißt, die Fragestellung ist, wie nutzen wir das? Und wie schaffen wir, dass wir gemeinsam sozusagen die Dinge in die positive Richtung verändern? Und wir glauben in der Digital Society, dass es dazu im Grunde genommen 5 Punkte braucht und der 6., auf dem das Ganze draufsteht. Der ganze Themenbereich, auf dem das Fundament draufsteht, sind natürlich die Grundrechte. Und die restlichen Themenbereiche, wenn man sich die digitale Transformation anschaut oder die Digitalisierung anschaut, dann ist einmal der wichtigste Themenbereich, dass man überhaupt mitspielen kann. Dass Personen und Personengruppen überhaupt in der Lage sind, in der digitalen Welt mitzuspielen. Wir haben den Wolfgang Kremser da sitzen, der blind ist. Für ihn, glaube ich, und Wolfgang, du wirst das bestätigen, ist die Digitalisierung sicher in vielen Bereichen sehr, sehr hilfreich. In anderen Bereichen gibt es natürlich Probleme. Und der Wolfgang zeigt zum Beispiel immer wieder auf, wo er in der digitalen Welt Probleme hat, als Behinderter und als Blinder. Andere Themenbereiche kann ich herausgreifen, vielleicht meine Mutter. Meine Mutter, ich bin auch schon mittlerweile grauhaarig und meine Mutter ist natürlich auch älteren Semesters, kämpft auch mit so diversesten Dingen, wie zum Beispiel die Digitalisierung der Banken. Und sie tut sich halt mit Geräten in der Bank dramatisch schwerer, als es früher getan hat, wenn es dort noch einen Kassier gab, dem man halt irgendwas in die Hand gegeben hat und gesagt hat, ich würde es gerne überweisen. Also mitspielen zu können mal. Der zweite Themenbereich ist der Themenbereich Bildung. Das gehört ein bisschen zum ersten dazu, geht aber viel, viel weiter noch, weil wir glauben, dass im Bereich der Bildung das gesamte Schulsystem, so wie wir es haben, auf der Welt in Wirklichkeit, nicht nur in Österreich, in Wirklichkeit ja aus der letzten großen Revolution kommt, nämlich aus der industriellen Revolution. Und damals hat das Schulsystem eigentlich den Zweck gehabt, Fabriksarbeiter herauszubilden, die gut den Tätigkeiten in der Fabrik nachgehen konnten. Es gibt Studien, wonach Schüler, die in die Schule kommen, einen hohen Kreativitätsgrad haben. Sobald sie die Schule verlassen, ist der relativ niedrig. Und jetzt kann man sagen, eigentlich war das das Ziel des Schulsystems damals, weil einen kreativen Fließbandarbeiter kann ich nicht brauchen. Die Welt hat sich nur verändert und die Fragestellung ist, ist das, was wir derzeit in der Ausbildung tun, überhaupt noch das Richtige? Information und Medien. Wenn ich in der Politik mitspielen möchte, dann muss ich gut informiert sein. Ich muss die richtigen Informationen haben und ich muss mir eine Meinung bilden können und dazu sind die Medien ganz, ganz wichtig. Und die Fragestellung ist auch dort, was kann man tun, damit wir glaubhafte, faktenbasierte Informationen an die Leute kriegen und dass auch die Quellen bekannt sind, dass man weiß, woher diese Information kommt,
weil ja nach dem kann man es dann für sich aussortieren und sagen, dem glaube ich oder dem glaube ich nicht. Dann der Themenbereich Partizipation und Mitbestimmung. Das ist der Schwerpunkt, glaube ich, wo wir uns heute auch bewegen. Also wenn ich mir mal eine Meinung gebildet habe, wie kann ich jetzt das ganze Thema mit beeinflussen, wie kann ich auch schauen, dass sozusagen die Welt in die richtige Richtung passiert. Und der letzte Punkt dann, die Wahlen und die Mitbestimmung in der Demokratie. Wie kann ich am Schluss dann auch noch sagen, wo ich glaube, dass das der richtige Weg wäre und wie kann ich das unter den Rahmenbedingungen, die ich in einer Demokratie brauche, nämlich auch anonym und geheim machen, weil ohne dem funktioniert natürlich auch die Demokratie nicht. Es gibt da immer wieder Bestrebungen und da ist es vielleicht ganz spannend, dass die Digital Society sagt, das sollte man sich ein bisschen überlegen, zum Themenbereich, wie man quasi elektronifizierte Wahlen durchführt, aber wir glauben, dass das momentan noch nicht geht. Vielleicht erfindet mal irgendjemand eine Möglichkeit dazu, aber derzeit ist es extrem schwierig, hier eine Idee zu haben, wie das durchgeführt wird. Wie gesagt, Schwerpunkt von heute ist dieser rote Themenbereich der Partizipation. Fragestellung für uns natürlich ganz wichtig, kann man mitspielen bei uns? Ja, natürlich und wir suchen unterschiedlichste Mitspieler. Die eine Möglichkeit ist, aktiv mitzuarbeiten. Also wir suchen natürlich immer wieder im Verein Leute, die sich aktiv beschäftigen und Leute, die angreifen und die mitarbeiten. Die zweite Möglichkeit ist, ja, ich habe eh so viel zu tun, ich kann nicht mitarbeiten. Dann gibt es die einfache Möglichkeit, bei uns zu spenden. Eine Möglichkeit, da hinten steht eine transparente Box, da kann man was reinwerfen. Und die letzte Mitgliedschaft und die letzte Möglichkeit, das ist, schließt natürlich das erste nicht aus, wäre eine Mitgliedschaft und das ist für uns natürlich das Nachhaltigste. Die Links dazu gibt es hier zu sehen, wenn man auf unsere Webseite geht, findet man die natürlich auch. Und falls jemand einen Bedarf hat, Räumlichkeiten zu nutzen, wir stellen diese Räumlichkeiten natürlich auch anderen zur Verfügung. Auch diese Möglichkeit gibt es natürlich, uns zu unterstützen. Damit bin ich sozusagen am Ende der Einführung. Und